Gummo, 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 Galligrü und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor auf der Nintendo Switch. Und jetzt geht's hier aber wirklich mal ans Eingemachte in der Falkenheim Arena, denn wir werden vollkommen ausrasten und auf Rang 1 hinübergleiten. In diesem Sinne, lasst jetzt einen Daumen nach oben dafür, denn zumindest heiligen Support, das ist doch schon mal was. Vielen Dank für eure Unterstützung, abonniert den Kanal und aktiviert die Abo-Klingel jetzt. Denn es geht in den nächsten Ranglistenkampf hinein. Und zwar gegen Rang 1. Die Ass Koopa-Patrouille war das, glaube ich. Ich dachte irgendwie schon, dass jetzt hier dieser Vogel kommt, weil. Ist der nicht sogar Rang 1? Warte mal kurz. Das will ich wissen. Rangliste. Wo bleibt denn der Türsteher? Der ist noch gar nicht reingekommen. Ha, wisst ihr, was ich meine? Aurelius ist eigentlich Platz 1. Aber ich glaube, Platz 1 ist halt so Bundesliga und dann gibt es halt den Champion und der ist halt über dieser Liga nochmal, ne? Es ist... Das fand ich schon immer irgendwie so ein bisschen unlogisch, so Rang 1, Platz 1. Oder mach doch 21 so. Mach doch 21 Ränge statt 20 und... Naja, ist auch vollkommen egal, ne? Ihr gettet den Point. Ich finde das ein bisschen unlogisch und es tut mir leid. Aber jetzt hier, die Ass... Koopa-Patrouille. Oder der, wie heißt... Wie ist die Einzahl von einer Patrouille? Also wenn da nicht 30 Leute stehen und patrouillieren, sondern wenn da einer steht und patrouilliert. Na gut. Ich sag euch, wie es ist. Ich kenne diese Einzahl nicht. Shame on me. Keine Items. Kein Problem. Und der kriegt jetzt ordentlich auf die Fresse. Können wir ihn einsaugen? So wie Kirby? Können. Wir sind befähigt dazu. Gerade noch so geblockt. Beim nächsten Mal versuche ich zu kontern. Ich glaube, mein Timing war sogar schon gut genug für einen Konter. Aber jetzt nicht so flexen. Ich glaube, er hat 20 KP. Also an der Stelle... Gefährlich. Aber wir sind auf einem guten Weg. Yes! Ich hab's euch gerade gesagt. Ich hab's gerade gecallt. Ich bin ready für den Konter, du Sau. Ja, ich bin momentan eine richtige Papier-Mario-Sau, könnte man sagen. Ich spiele es rauf und runter. Auf Deutsch... Und die Englisch. Ja, back to back, ey. Stark. Eigentlich sogar dreimal back to back, wenn man bedenkt, dass wir den, die erste Attacke haben wir auch erfolgreich abgewehrt. Und da war ich mir schon sicher. Da war ich mich schon ein bisschen sicher, dass das was werden könnte. Sehr schön. Ich bin mir jetzt am Ende doch nicht so ganz sicher, ob er 20 KP hatte. Vielleicht hatte er 40. Und das ging rasant. Ne? Das ging schon sehr, sehr schnell. Und jetzt ist die Frage, wir sind Rang 1. Können wir jetzt zum Champignon werden? Du hast schon wieder eine Mail bekommen. Was steht denn da? Oh, es ist gar kein Anruf. Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Die ist von diesem X. Der ist mir zwar nicht geheuer, aber anders kommen wir wohl nie an das Sternjuwel. Also, die Bomber Luigi Poster in der Lobby sollen wir von der Wand nehmen. Kein Problem. Junge, wenn ich an X und dieser eine denken muss und ja, wir müssen wohl irgendwie, dann muss ich die ganze Zeit an Elon Musk denken, der Wichser. Junge, ey. Scheiß X, Mann. Geh dich löschen. Und mit dich meine ich Elon. Und, wirklich, dann räumen wir das auf und dann wird das wieder Twitter. So nämlich. Dann wird das actually mal wieder ein Social Media, das auch tatsächlich moderiert wird. Und finde ich, wo nicht irgendwelche, naja, Rechtsextremen und, Kackschwurbler ihren Scheiß posten dürfen. Während politisch linke Themen schon irgendwie geflaggt werden.
I don't know. Aber die Community, das Community Note Feature, das ist kind of okay. Ich glaube, es ist gar nicht hier. Die wollen uns nur alle verarschen. Das ist an einer ganz bestimmten Stelle. Und zwar hier. Oder? Aha! Der Lagerschlüssel. Da kommen wir auch bestimmt ans Lagerbier. Schon wieder eine Nachricht von diesen X. Ich würde das schon fast in Spam-Ordner tun. Öffne die Tür im Obergeschoss des Lagers. X. Also for real, ey. Bei so vielen Xen würde ich schon echt langsam mal den Spam-Ordner so ein bisschen wachklopfen. Hallo? Ja. Ich glaube, wir hätten uns Zeit zum Lager sparen können, wenn wir den rechten Eingang genommen hätten. Jetzt müssen wir halt ganz außen rumgehen. Wahrscheinlich. Oder? Oder ist er hier? Nevermind, er ist hier. Vielleicht sogar genau in der Mitte. Das ist jetzt die Frage. Niemand weiß es. Gut, das sollte das Lager sein. Wo ist das Lagerbier? Geben Sie mir das Lagerbier. Na gut, ich glaube, das wird nichts. Ich meine, ein Lager, ne? Und hier wird es ja auch wohl Essen und Getränke geben, oder nicht? Wo sind die Getränke? Her damit! Das sind keine Getränke! Was ist das denn? Samum und Marono! Ja gut, ne? Diesen Blatt. Wie ein Blatt. Bomber! Geh nicht in den leeren Ring! Hey Samum, kannst du dich nicht deutlicher ausdrücken? Schwierig. Er liegt da ja auch schon so. Ah ja, folgen Sie für weitere asoziale Sternsplitters. Locations. Meine Facecam. Sie hat es verdeckt. War das nicht Todd's Cover? Was in aller Welt hat das du wieder zu bedeuten? Ich schwöre es. Ich hasse diese Facecam-Position. Aber ich glaube, das ist halt so mein Bauchi-Bauchi-Gefühl. Aber wenn ich meine Facecam spiegele und rechts hinpacke, ich sehe voll anders aus, Bruder. Wer kennt's, oder? Ja. Ich sag euch, wie es ist. Ich komme mir nicht wohl dabei vor, mich gespiegelt zu sehen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich wollte den machen. Let's go. Warte mal kurz. Haben wir noch? Alles schon eingesetzt. Stimmt, für das KP Plus. So nämlich. So und nun. Hallo Bomber, ja, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Bei deinem nächsten Kampf geht's um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champignon, Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen, spannenden Kampf. Du wirst es nicht glauben, aber bei diesem Kampf gibt es keine Auflagen. Endlich mal nicht darauf achten müssen, ich raste aus. Und jetzt schnappt ihr den Champion-Titel, Tiger. Roar. Grrr. Nun gut. Gehen wir rein. Ich bin bereit. So wie SpongeBob Schwammkopf. Apropos, boah, ich hoffe so sehr, dass es bald wieder mal ein neues SpongeBob 3D-Spiel gibt. Anyways, Junge. Wo gehen wir lang? Hier, ein ganz besonderer Weg. Extra für den Spezialkampf. Hey, wo sollen wir denn hin? Stand da gerade... Was stand da gerade? Stand da gerade, was sollen wir denn... Hier, ja, wahrscheinlich. Ich hatte erstmal gelesen, was sollen wir denn hin? Erstmal wollte ich lesen, wo sollen wir denn hin? Und dann habe ich mich halt wahrscheinlich komplett verlesen. Ich denke nicht, dass das ein Rechtschreibfehler war. Die meisten Texte sind eh vom Original übernommen. Wie willst du da Rechtschreibfehler noch reinhauen? Wartet hier. Warum ist das eine Absteige hier? Das muss auch ein Rahmen für die zweite Liga sein, nur dass niemand da ist. Wir sollen hier warten. Aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Das fand ich auch immer so fishy, ne? Dass die anderen Räume der zweiten und ersten Liga nie betretbar waren. Kommen wir nun zum Hauptevent. Bomber Luigi auf Platz 1 trifft auf den Champion Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk. Aurelius! Aber, naja, Bomber Luigi, ich glaube, der wird nicht auftauchen. Oder sagen wir es anders. Er kann nicht auftauchen. Bereit für den Kampf? Dein Herausforderer ist ein sehr gefährlicher Gegner.
Es gibt nur einen Champion und das bin ich, also soll dieser bärtige Gnom Luigi doch versuchen, mich zu besiegen. Den mache ich platt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 der ersten Liga geschafft. Bomber ist also schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Ja, was heißt das? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Technically ist er halt die Nummer 0, weil er halt über der 1 steht. Jetzt reicht's mir aber langsam mit der Warterei. Ich geh mal fragen. Der Bube. Bomber, ich glaube, die Tür ist abgeschlossen. Wir sind eingesperrt. Scheiße, wer hätte das kommen sehen, oder? Unexpected. Begrüßen wir den Herausforderer. Den hämmernden Henker. Bomber Luigi. Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Luigi? Oh, der hat sich vor Angst in die Hosen gemackt. Was für ein Drama. Sollte Bomber Luigi sich tatsächlich eingeschissen haben, dann sollte er schnell auf Toilette gehen. Denn wenn er nicht auftaucht, dann wird Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Das könnte sehr cringe werden. Wenn wir nur nicht bald etwas unternehmen, sind wir die offiziellen Verlierers. Also sollten wir schnell einen Weg hier rausfinden. Aber erstmal alle. Mario hat freigesperrt, die Sau. Aha. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die Münzen im Schrank neu sind, weil ich glaube, im Original gab es keine Items, oder sagen wir, mit Items meine ich eigentlich Münzen im Schrank. Oder sowas hier, dass mal eine Münze rausdroppt. Ich glaube, das ist im Original nie passiert und wenn es wirklich eine Änderung ist, dann finde ich gut, dass es eben passiert ist, weil so wirst du halt zumindest ein bisschen belohnt dafür, dass du geguckt hast. Und ich glaube, es könnte auch der Gedanke von die Nintendo gewesen sein. Ah ja, der gute alte Wand-Reiß-Ab-Kalender. Das ist halt jetzt die Frage, sind wir jetzt hier... Was sind das denn für Pokémon-Tränke? Bro. Aha, anders. Lebenspilz. Keine Münze. Junge, ich will diese Tränke blubbern. Her damit. Ich will sie inhalieren. Geben Sie mir diese, wirklich diese vorzüglichen Tränke. Ich will sie so inhalieren, wie die Toilette uns gerade inhaliert hat. Sie spült uns gerade bis ins sechste Universum. Oder sagen wir es andersrum, wo, so wie es besser passt, in die sieben Weltmeeren. Oh, wo sind wir denn jetzt? Auch egal. Hauptsache, wir kommen schnell zum Ring. Let's go. Ich weiß gerade nicht, warum ich auf Gumbrina gehe. Ich mache hier nicht den 100% Hasen. Raus hier. Zumindest ist dieser Raum nicht abgesperrt gewesen. Unglaublich, wirklich. Wer hat uns hier? Ja, ich wollte gerade dieses Würstchen-Meme hier auf übertragen, aber im Kontext gibt es nichts, was man uns hier hätte mausen können. Es hat lange gedauert, aber da ist er endlich. Bomber Luigi. Anyway, es gibt halt so ein Bratwurst-Meme, wo jemand halt, keine Ahnung, auf so einer Straße neben einer Tankstelle Bratwürstchen gegrillt hat. Natürlich vegane. Und dann so sagte so, ja, da kann man nicht mal hier in aller Ruhe zur Tanke gehen und sich Senf oder sowas holen. Oder Brötchen holen. Ich glaube, es waren Brötchen in dem Kontext. Ohne dass einem diese Würstel gemaust werden. Da waren quasi 5 Würstchen, bevor er gegangen ist. Und dann war nur noch eine da. Einfach die Würstel gemaust. Als er das gesagt hat, ich kam nicht darauf klar. Das lebt bis, also wirklich, Würstel gemaust oder generell das Verb mausen, das lebt bis heute mietfrei in meinem Kopf. Einfach gemaust. Habe ich noch nie gehört, dass das jemand im Kontext zu klauen sagt. Dann hast du also das Sternjuwel gemaust. Wisst ihr, das ist so süß, dass man es einfach überall hinpacken kann. Es ist einfach nur je. Und er will uns jetzt zu Kleinholz verarbeiten, oder was? Wer ist er denn? Er ist doch nur der
ausgeschriebene Champignon. Ich glaube, er hat 40 KP. Können wir ihn einsaugen? Wir können ihn wirklich einsaugen. Und das waren jetzt gerade, ich glaube, 8, nee, 9. 9 Schaden pro Runde, die wir da gerade gemaked haben, right? Nee, warte, es waren 10. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist eingefroren. Let's go. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ja. Bingo, Bruder. Ich glaube, ich habe ein Bingo. Ein Bingo. Es ist natürlich die Frage. Ich weiß seine Verteidigungswerte nicht, deswegen... Lass es uns mal so probieren. Bitte. Immerhin kostenlose 4 Schaden. Nehme ich mit. Und ich glaube, dass der halt jetzt so unlucky gefangen ist. Das spielt uns halt voll rein. Quasi, oh mein Gott, noch eine Runde. Das ist so gottlos, Alter. Das kam so zu unseren Gunsten. Das ist Speedrun. Wisst ihr noch, wie ich vor ein paar Tagen Speedrun in Titel und Thumbnail geschrieben habe? Well, das ist Speedrun jetzt gerade right here, Alter. Wir haben ihn fast an den Eiern. Technically, wir haben ihn an den Eiern. Jetzt, 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 jetzt. Nein! Naja, Back-to-Back wäre auch schon... zu viel des Guten geworden. So, jetzt ist die Frage, bist du dead? Nein, er ist immer noch nicht dead. Aber er sollte kurz davor sein. Wie gesagt, 40 KP hat er. Und wir machen straight up 10 KP. Oh mein Gott, er hat nicht mal seine zweite Phase gezeigt. Oh mein Gott. Ich hätte einen Timer laufen lassen, holy. Aber das, damit hätte ja niemand rechnen können, oder? Oder... Tja, was soll ich sagen? Ja. Das war Sonic Speed, Bruder. Ich glaube, wir waren nicht allzu lange hier drin. Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können? Ein Wunder wahrhaftig. Eleganz und Kraft. Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich. Wahnsinn. An diesem Kampf wird man sich noch sehr lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieses nervenzerfetzenden Kampfes ist Bomba Luigi. Warte, er hat doch gar nicht so in die Menge geschrien. Bravo, Bomba, du bist der neue Champ. Der leckere Meistergurt. Der neue Champion ist Bomba Luigi. Und der Gürtel, er sitzt. Er passt. Erinnert mich auch jetzt gerade keiner von dieses Travis Scott-Meme. Belt. Bomba, du hast es geschafft. Du bist der neue Champion. Toadscover, übergib ihm seine Gage. Wie viele? 100 Münzen. Ja, Gott sei Dank. Endlich mal so viel Geld bekommen. Von nun an darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Toadscover, bring Bomba in seine neue Garderobe. Ja, verstanden, Herr Clebone. Also, Champion, hier entlang. Habt ihr gesehen, wie die Tür den Clebone weggeschoben hat? Er ist also doch nicht unbesiegbar, oder? Hat er sich gerade nicht mit der Tür so ein bisschen wegbewegt? Ich weiß es nicht. Ich meine, es würde... Also, es... Eigentlich... Ich weiß es nicht. Ob man das irgendwie beeinflussen hätte können... Weil man kann sich ja nicht bewegen in diesem Talkscreen. Das heißt, er müsste sich halt jedes Mal wegbewegen, wenn dieser Dialog kommt. Mein Glückwunsch, Champion. Von heute darfst du diese Garderobe benutzen. Sie gehört dir ganz allein. Mach's dir bequem. Ich verabschiede mich zunächst. Zunächst auch so ein Allmann-Wort, aber ich liebe es. Endlich geschafft, Bomba. Aber dieser Aurelius hatte anscheinend wirklich keine Ahnung vom Sternjuwel. Wir treten also auf der Stelle. Wo kann das Sternjuwel nur sein? Mhm. Bomba, hörst du auch die seltsamen Stimmen? Oh? Vielleicht ein Geist? Der nächste Tweet oder was? Finde heraus, wer der Geist ist. Junge, die hören uns doch straight up zu, Mann. Wir sollten den Geist finden, wie gruselig. Aber erstmal eine Heiermacken.
im Champion-Bett. Vor allem dieses Leopardenmuster, Junge. Diese andere Sexy oder was? Das ist ja kein Champion-Bett. Das ist ein Bett, um zu... Weiß ich nicht. Ich halte mich bedeckt, Alter. Hat auch so ein bisschen was irgendwo in irgendwelchen 90er Jahre, 2000er Serien. Ich weiß jetzt nicht, ob das Fred Feuerstein oder so war. Ich glaube, da waren auch noch ein paar andere Serien, die so Leopardenmuster-mäßig benutzt haben. Für Bettdesign. Der maximale. Aber auch pornöse Cringe an der Stelle. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Oh, der Luftschacht. Gut, dass sie uns das zeigt, sonst hätten wir uns das nicht vorstellen können. Ich frage mich, wohin der wohl führt. Dilde. Sag mir nicht in Klabberons Büro wieder. Welch perfekt beschaffener Körper. Der macht mich für immer wunderschön. Aber diesmal muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Neulich hat mich schon dieser Marono erwischt. Totskova und Bomber scheinen auch schon etwas zu ahnen. Naja, wenn ich entdeckt werde, kann ich ja immer noch etwas unternehmen. Ich werde es einfach so regeln wie mit den anderen Kämpfers. Und wie mit Dark Toadstar, dem ersten Champion. Diese Stimme, das ist doch Klebone oder was? Der hat also die verschollenen Kämpfer auf dem Gewissen? Ich muss dieses Zimmer, sorgfältig verschließen. Und diese Unterlagen werde ich in meinem Schreibtisch verstecken. Aber es wird immer schwieriger, fähige Kämpfer zu finden. Sogar Aurelius hat gegen Bomber verloren. Es wird langsam Zeit, ihn auch auszulöschen. Für mich. Ich frage mich, warum führt ein Lüftungsschacht zwischen dem Champion-Raum und dem Zimmer von Klavon? Also, es gibt ja auch nicht mal so Turbinen oder so. Er ist nicht mehr da. Aber er hat bestimmt seine Unterlagen liegen lassen, der Trottel. Und seine ganzen Sternsplitter auch. Hier nämlich einer und hier einer. Folgen Sie für weitere. Oh ja, es werden immer mehr. Da sind doch die Unterlagen, von denen er gesprochen hat. Wir sollten sie genau lesen. Unter dem Ring gibt es also eine Maschine, die man für das Sternjuwel braucht. Für die man das Sternjuwel braucht. Da ist sogar eine Funktionsskizze. Genau das kapiere ich nicht. Aber das Juwel scheint die Triebkraft zu sein. Die Maschine ist anscheinend in der Lage, einer Person die Energie zu entziehen. Vielleicht sind ja Marun und Samum auch von dieser Maschine ausgesaugt worden. Eins in die Kommentare, wenn du auch von der Maschine ausgesaugt werden willst. Wie seid ihr hierher gekommen? Und wie habt ihr diese geheimen Unterlagen hier gefunden? Du hast also Marun und Samum auf dem Gewissen. Oh nein, scheiße. Erwischt. Bomber hinterher. Schnell jetzt. Wir müssen absolut zischen. Und ich glaube, das ist wieder mal der perfekte Moment, um den Part zu beenden. Es wird Zeit. In dem Sinne, heute viel Shit am Abgehen gewesen. Aber beim nächsten Mal wird es noch wilder. Haben Sie sich wohl und hauen Sie rein.